Am Ende dieser Ausgabe von Ab ins Bett werdet ihr nicht nur fantastisch schlafen, ihr werdet auch von einem Wuff Wuff und Wow Wow träumen. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 446. Gute-Nacht-Geschichte für Montagabend. Ich bin Marco und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid heute in der neuen Woche. Habt ihr auch Lust auf das große Recken und Strecken? Na dann, warum warten? Lassen wir uns einfach jetzt nicht mehr lang Zeit und nehmen die Hände und die Beine, die Arme und die Füße und recken und strecken alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Alle machen mit, auch die Mamas und Papas, Omas und Opas, Tanten, Onkeln, Schwestern, Schwippschwager und Cousinen. Reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang, spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute bin ich mir sicher, dass ihr die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 446. Gute-Nacht-Geschichte. Es ist Montagabend, der 15. November. Ella und der neue Hund. Ella ist ein ganz normales Mädchen. Ella liegt in ihrem Bett. Sie freut sich auf Weihnachten. Neben ihrem Bett hängt ganz, ganz groß der Weihnachtswunschzettel. Und auf dem Weihnachtswunschzettel hat sie nur einen einzigen Wunsch aufgemalt. Ella kann nämlich besonders gut zeichnen. Das Schreiben, das wird sie bald in der Schule lernen, denn im kommenden Jahr geht Ella nämlich dann in die erste Klasse. Für diesen Wunschzettel braucht sie aber nicht schreiben. Der Weihnachtsmann kann das, was sie gemalt hat, mit Sicherheit erkennen. Es hat vier Beine, zwei Ohren, zwei Augen, eine süße Stupsnase, einen Schwanz und zottliges, langes Fell. Es macht Wuff Wuff oder auch Wow, wow. Ella wünscht sich einen Hund zu Weihnachten. Egal, ob groß oder klein, wuschelig soll er sein. Das ist ihr größter Wunsch. Doch Mama meint, dass man keine Tiere verschenkt, auch nicht zu Weihnachten. Das macht Ella ein wenig traurig. Aber irgendwie kann sie es verstehen, Tiere und Lebewesen zu verschenken an Weihnachten. Das geht nun wirklich nicht, sagt Mama noch einmal. Ella wünscht sich dennoch einen Hund. Ella liegt in ihrem Bett. Es ist ein Montagabend. Es könnte sogar der heutige Montag sein. Ans Einschlafen ist noch nicht zu denken. Der Wunschzettel geht Ella im Kopf rum. Was soll sie sich denn wünschen? Vielleicht mehr Spielzeug? Nein, da hat sie schon so viel von. Vielleicht, Ella überlegt, ihr fällt nichts ein, immer wieder kommt sie auf einen Hund. Doch Mama sagt ja, einen Hund gibt es nicht zu Weihnachten. Ella liegt in ihrem Bett, als sie auf einmal ein seltsames Geräusch hört. Es hört sich an wie ein oder ein. Sie kann es nicht genau definieren, aber es scheint nicht so weit weg zu sein. Vielleicht vor der Tür. Ella überlegt nicht lang, sie hört auf ihr Gefühl und ihren Bauch. Und ihr Bauch und das Gefühl sagen eindeutig aufstehen und zur Tür gehen. Und genau das macht Ella. Sie öffnet die Tür. Und draußen vor der Tür, sie kann es kaum glauben, steht etwas, was sie sich so sehr gewünscht hat. Nicht etwas, sondern er steht da. Ein kleiner, süßer Hundewelpe. Und er sieht fast so aus wie den Hund, den Ella auf ihren Wunschzettel gemalt hatte. Zwei Ohren, zwei Augen, eine Stupsnase, ein Schwänzchen und süßes, zottliges Fell. Ja, es ist genau der Hund von Ellas Wunschzettel. Es ist mitten in der Nacht. Ella überlegt, wie es weitergeht. Sie kneift sich. Ist das alles nur ein Traum? Au, nein, es tut ganz schön weh, die Stelle, an der sich Ella gekniffen hat. Schnell geht sie ins Schlafzimmer und weckt Mama. Mama, sagt Ella,
wenn uns ein Hund zuläuft, einfach so, darf ich den dann behalten? Ellas Mama ist noch ganz tief im Schlaf versunken. Sie dreht sich zu Ella, streichelt ihr übers Gesicht und sagt ganz müde und verträumt, wenn uns ein Hund zuläuft, dann darfst du ihn behalten, sagte sie und schlief wieder ein. Ella freute sich, sie sprang auf und ab. Ihre Mutter bekam das nicht mit, denn sie schlief tief und fest. Ella ging ganz schnell wieder raus, denn der kleine Hundewelpe wartete vor der Tür. Sie nahm ihn hoch und da hat sie's gesehen, es ist ein kleines Missgeschick passiert. So ganz stubenrein ist der kleine Welpe wohl noch nicht. Er hat ein Häufchen direkt in den Flur gemacht. Das gehört wohl auch mit dazu, wenn man einen Hund hat, dachte sich Ella und beseitigte das kleine Schlamassel. So schnell kann es gehen und man ist eine Hundebesitzerin, die eben auch mal ein Häufchen wegmacht. Ella nahm den Hund mit in ihr Zimmer. Sie legte eine Decke direkt vor ihr Bett. »Das ist ein kleines Körbchen«, sagte sie zum Hundewelpen, und der Hund sprang gleich hinein. Er scheint sich pudelwohl zu fühlen, obwohl's nicht mal ein Pudel ist. Er hat auch noch keinen Namen, aber darum kümmert sich Ella morgen, wenn sie aufgeschlafen ist und mit dem Kleinen toben und spielen kann. Und dann wird sich Mama sicher noch dran erinnern, dass sie versprochen hat, dass ein zugelaufener Hund ab sofort ein Familienhund ist. Ella macht die Augen zu. Der kleine Hund macht die Augen zu. Und beide schlafen ein. Am nächsten Morgen staunt Ellas Mama nicht schlecht. Sie hatte sich nicht mehr dran erinnern können, was in der Nacht passierte. Doch Ella klärte sie auf. Wie sie den Hund vor der Tür hörte, dieses leise Wimmern und Jammern. Und dann, nach dem Frühstück, sagte Ellas Mama, dass sie in der Nachbarschaft nachfragen werden, ob jemand diesen Hund vermisst, weil es könnte ja sein, dass er auch entlaufen ist. Und wenn nicht, dann sind wir ab sofort zu dritt. Ellas Mama, Ella und der Hund, der noch keinen Namen hat. Ella weiß, genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Gute Nacht.